Ja, also während der Fahrt selber hatte ich das Gefühl, dass ich sehr schnell unterwegs bin. Und als ich im Ziel war, haben wir es zuerst eher ein bisschen, ja, ich bin sehr enttäuscht, weil es halt die zweitschnellste Zeit war. Aber hinter Sofia Gocha, die sehr stark jetzt die Saison leider gestartet ist nach der Verletzung, war es dann eigentlich wieder eine sehr gute Leistung gewesen. Ja, das war sicher nach Start Nummer 30 erst gewesen. Also ich habe ja mein Stress und alles abgezogen gehabt, Start Nummer auch schon weg da. Und dann hätte mir der Schelm gesagt, dass ich mich langsam wieder anlegen soll. Und dann habe ich so viel Gefühle genommen, aber noch nicht angelegt. Also, ja, ich bin jetzt schon eine, die wirklich wartet, bis es ganz klar ist.